unsere Oberhexe wieder. Ich dachte, Wanda wäre für immer weg. Ich bin froh, dass ich alles Besseren belehrt wurde. Ich habe gehört, dass unser süßer kleiner Flammenhund euch den Hintern gerettet hat. Ich weiß noch nicht, in welchem Zustand Wanda sich befindet. Ich hätte nicht gedacht, dass du das schaffst. Dass du deinen gefallenen Kameraden den Klauen deiner Mutter entreißt. Du musst sehr stolz sein. Ich weiß, du bist wütend, Mutter. Aber wenn mein Spruch Wanda retten konnte, wirkt er vielleicht auch bei dir. Kein Zauber kann richten, was man mir angetan hat, Kind. Außerdem hast du Wanda nicht gerettet, sondern denen zurückgegeben, die sich verstoßen hatten. Und doch hatten deine Handlungen einen Grund. Ich habe meinen Freund zurückgeholt. Und dich selbst. Wir wissen beide, dass meine Energie nicht zu läutern ist. Bruce hatte recht. Es gibt nur eine Möglichkeit. Du hast sie doch absorbiert, oder? Du brauchst nicht zu antworten. Ich spüre es. Genau wie den neuen Riss in deinem Halsband. Was glaubst du, wie lange es jetzt halten wird? Endlich bröckeln die Barrieren zwischen uns. Verlass dich nicht drauf, Mutter.
Wohin gehen wir? Wir hängen nur ab. Du weißt schon. Einfach aus Spaß. Ich bin überrascht. Inwiefern? Ich dachte, in deiner Freizeit piesackst du Dr. Strange. Ha! Den zu quälen ist keine Herausforderung. Manchmal ist es schön, mit jemandem spazieren zu gehen, der mehr in einem sieht als einen interdimensionalen Pförtner. Vielleicht finde ich, dass du nicht total blöd bist, okay? Du etwa nicht? Aber bevor du das F-Wort sagst, gibt es ein paar wichtige Grundregeln. Wir flechten einander nicht die Haare. Wir fassen sie nicht einmal an. Wir teilen kein Essen. Und Spitznamen kannst du vergessen. Klar? Die Regeln sind angemessen. Ich akzeptiere sie. Ich werde dein Haar niemals berühren. Illy. Wie bitte? Oder ist dir Iljanuschka lieber? Ach, du bist unmöglich. Aus reiner Neugier, womit habe ich diesen neuen Platz in deiner sozialen Hierarchie verdient? Warum musst du deswegen jetzt so nerven? Du weißt, wie man böse ist, aber auf eine gute Art. Das gefällt mir. Ebenso, Iljana. Damit wäre das geklärt. Wir sind Freunde. Jetzt sagst du schon wieder das F-Wort. Ruinier es nicht, Hunter. Dann nehme ich ein anderes Wort. Geschmeichelt. So fühle ich mich nämlich. Hunter, bist du das? Du hast ihn gesehen. Oh, du bist es. Hunter, richtig? Tut mir leid wegen, gestern. Dann hattest du hoffentlich erholsam Schlaf. Glaubst du wirklich, ich konnte nach all dem schlafen? Nein, Hunter. Definitiv kein erholsamer Schlaf letzte Nacht. Ich habe mich einfach hingesetzt und den Mond angestarrt. Ist es seltsam, dass ich denke, dass sie in meinen Träumen auf mich wartet? Mir rauben dieselben Gründe den Schlaf. Ich schätze, sie hat ihre Krallen in uns beiden. Ich spüre das Kratzen. Du hast mich ihr zwar gestern weggenommen, aber sie will mich noch immer an ihrer Seite haben. Genau wie sie dich will. Ich muss dir was sagen. Als du die Dunkelheit aus mir gezogen hast, hatte ich eine Vision. Was für eine Vision? Ich kann nur sagen, dass da ein uralter Tempel mit in Stein gemeißelten Tentakeln war, die nach oben und außen gestreckt waren, als wollten sie die Welt erwürgen. Es war wohl der Tempel von Cthon. Treffen deine Vorahnungen immer ein? Immer. Deswegen ist es wichtiger denn je, dass du mich helfen lässt, sie zu stoppen. Bist du dir sicher? Solltest du dich nicht erst noch ausruhen und heilen? Du willst, dass ich heile? Lass mich Rache an Lilith üben, für das, was sie mir angetan hat. Was sie uns angetan hat. Ich muss darüber nachdenken. Mehr verlange ich nicht. Ich bin nicht so zerbrechlich, wie ich wirke, okay? Ich schaffe das. Ich will nur sicher gehen, dass es dir gut geht, Wanda. Ich glaube, mir wird es nie mehr gut gehen. Aber so soll es keinem anderen gehen. Ich kau dir ein Ohr ab, oder? Ich will dich nicht aufhalten. Ich würde tatsächlich gerne mehr über dich wissen. Das würde ich auch gerne. Ich will mehr über dich wissen. Na gut. Erzähl mir deine Geschichte, Wanda. Meine Chaosmagie kam in meiner Kindheit in Transia zu mir, als ich meinen Vater vor dem rasenden Pöbel beschützte. Ich lernte schnell, wie sehr die Menschen fürchten, was sie nicht verstehen. Mein Zwillingsbruder hatte seine eigenen Talente. Als die Meute uns holen wollte, flohen wir für immer. Mit unseren Gaben konnten wir überleben und unser Schicksal wenden. Aber Pietro und ich entzweiten uns über die Art und Weise, wie. Wo ist Pietro jetzt?
Noch in Transia. Er glaubt an eine Welt, in der andersartige Kinder nicht von einem Pöbel belästigt werden. Ich bin da nicht so optimistisch. Er ist in Transia geblieben? Und du bist wohin? Ich war überall in Europa. Er fand mich selbst neu, führte ein ruhiges Leben und lotete die Grenzen meiner Magie aus. So hat Agatha mich gefunden. Und ich erfuhr, woher meine Chaosmagie stammt. Agatha lud mich hierher ein, damit ich an meinem Talent feilen konnte. Wir hatten so viele Pläne. Gibst du mir einen Einblick in deine Magie? Chaosmagie ist von Natur aus gefährlich, denn sie ist dieselbe Macht, über die K'thon gebietet. Der Meister der Magie darf sie nicht nutzen, denn sie ist unberechenbar und verdirbt, was sie berührt. Aber nicht bei mir. Ich besudle die Realität nicht und setze diese Magie seit meiner Kindheit problemlos ein. Ich bin die Ausnahme von der Regel. Warum ist Chaosmagie so gefährlich? Wenn ich will, kann ich die Realität verändern oder sie zerstören. Und anders als ich glaubte, kann ich die Kontrolle verlieren. So wie bei Agatha. Können wir über die Rätsel der Abtei in deinem Tagebuch sprechen? Oh je. Tut mir leid. Was? Diese Notizen waren für mich selbstbestimmt. Ich bin überrascht, dass jemand Sinn darin sieht. Also, ich verstehe sie nicht. Hilfst du mir, sie zu entschlüsseln? Tut mir leid, Hunter. Diese Tagebücher haben zu Agathas Tod geführt. Ich kann da nicht mehr mitmachen. Ich habe Fragen zu deinem Leben nach der Abtei. Zum Beispiel? Wie ist das so als Lehrling von Dr. Strange? Ich gewöhne mich noch daran. Nach Agatha dachte ich, niemand würde mir je wieder in Sachen Magie vertrauen. Einer Frau, die Chaosmagie beherrscht? Genau. Wieso auch? So sehe ich mich nicht. Vielleicht bleibe ich für immer das verirrte Kind aus Transia. Ich war Agathas Aufmerksamkeit nicht wert. Warum also seine? Klingt, als wolltest du gar nicht sein Lehrling sein. Doch, es ist eine große Ehre. Ich habe so schnell so viel gelernt. Ich glaube nur, ich kann der Vorstellung eines Lehrlings des Meisters der Magie nicht gerecht werden. Ja, Hunter? Wir sprechen später, Wanda. Ich freue mich darauf. Hey Boss, komm in die Schmiede. Du musst dir was ansehen. Es ist nicht Strange im Pyjama, aber wenn das je passiert, gebe ich dir Bescheid. Er hat passende Pantoffeln dazu mit nach oben gekrümmten Zehen wie eine Weihnachtselfe. Aber das ist irrelevant. Komm in die Schmiede, okay? So, heute ist der Tag, an dem wir Johnny Blaze beeindrucken. Okay, Hunter, machen wir uns an die Arbeit. Ich kann dir nicht sagen, wie großartig es ist, den Gamma-Beschleuniger zurückzuhaben. Im Ernst, das verändert alles. Gern geschehen. Drinks und Schnittchen müssen aber trotzdem noch warten. Wenn wir Johnny Fackelkopf nicht finden und uns das Pergament holen, ist das hier nur ein besserer Grillanzünder. Johnny Blaze ist nicht annähernd so gefährlich wie Banner. Er wird es uns geben, so wie er begreift, dass wir die letzte Hoffnung der Welt sind. Ja, bisher war er ja auch total vernünftig und rücksichtsvoll. Und du denkst wirklich, du kannst die Prophezeiung aufhalten, wenn wir das Pergament bekommen? Von meinem tiefen Respekt für Dr. Spooky abgesehen, vertraue ich lieber Teilchenphysik als einer ollen Prophezeiung. Dein überbordendes Selbstvertrauen macht mich neidisch, Tony. Ich wünschte, ich hätte das auch. Oh, greif zu. Ich habe genug Selbstvertrauen für das ganze Team. Aber egal. Das Ganze hat sich so oder so schon voll gelohnt. Ach? Und warum das? Weil ich in diesem Moment auf den Gamma-Beschleuniger schaue.
und Bruce Banner auf eine gähnende Leere, wo früher der Gamma-Beschleuniger stand. Jetzt brauchen wir nur noch das Pergament der Macht. Wieso habe ich jedes Mal einen Flachschraub... Hey, ich hätte da eine Bitte. Wir haben noch was zu entscheiden, Hunter, und ich kann deine Meinung gebrauchen. Caretaker ist heute gar nicht glücklich. Bin noch immer nicht sicher, ob Blazor... Wie geht es dir mit deinem Spark? Irgendein Feedback? Akzeptable Antworten sind geniales Design, Werk eines Genies, alles, was das Wort Genie beinhaltet. Er ist gut verarbeitet. Ich benutze ihn täglich. Er funktioniert, egal wo ich bin. Du würdest ihn also bezeichnen als... Ein Geniestreich? Perfekt. Eine tolle Rezension für die Pressemitteilung. Was ist deine... Pressemitteilung. Mach dir keine Gedanken darüber. Das kann ich gut gebrauchen. Wie kriegst du das hin? Sieht aus, als hätte Banner nicht allzu viel mit dem Gamma-Beschleuniger herumgespielt. Eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Prophezeiung. Eher Prophezeiung, aber verzieh dich. Konzentration, Steven. Teleportiere Tony nicht nach Kathmandu. Komplexe Runensysteme sind hier am Werk. Konzentrier dich. Na, wie läuft das ganze Weltrettungsding? Manchmal bin ich sogar von mir selbst beeindruckt. Später. Abgesehen von all den Dämonen und Geistern fühlt sich dieses ganze Befreiungsding sehr viel weniger apokalyptisch an. Ich bin hier, falls du mich brauchst. Während meiner letzten Meditation wanderten meine Gedanken zu dir. Und ich fragte mich, ob du Rat weißt. Ich half den mächtigsten Helden der Erde schon früher durch übernatürliche Katastrophen und mystischen Zwist. Doch jetzt ist mein Blick getrübt. Nach dem Verlust des Sanktums bin ich womöglich der letzte Meister der Magie. All deine Erfahrung macht dich zu einer Stimme der Ruhe in unruhigen Zeiten. Ja, das Schicksal vieler liegt in meinen Händen. Aber die Midnight Suns vertrauen nicht auf mich. Die Avengers fürchten, dass eine einzige falsche Bemerkung zu viel für mich wäre. Auch wer führt, sieht nicht immer den Weg. Und doch folge ich dir. Ab und zu sehe ich ihn mal. Wir alle gleiten machtlos durch das Chaos, greifend nach dem, was wir bewahren können.
Es schmeichelte meinem Ego, das Auge der Ruhe inmitten unheiliger Stürme zu sein. Doch jetzt blicken alle Augen, auch meines, auf dich. Du erinnerst mich an die Älteste. Vielleicht aber muss ich nur immer wieder die gleiche Lektion lernen. Meinst du, Dr. Strange kennt Merlin? Ich warte noch drauf, dass jemand sich dieses Schwert holt. Zeit, den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen. Das Böse nimmt sich nicht frei. Und wir auch nicht. Na gut. Ich bin bereit, wenn du es bist. Neue Energie in der Zeit heute. Das Neueste aus Hydra-Welt. Ja, Mann, jetzt gibt's wieder Filmabende. Ich glaube, das kriege ich hin. Halt dich von Ärger fern. Ich habe gehört, du hast heute Morgen mit Wanda gesprochen. Sag mir, wie geht es ihr? Vielleicht solltest du sie selbst fragen. Ich bin sicher, sie würde gern von dir hören. Dazu bin ich noch nicht bereit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht so etwas wie einen Verrat meinerseits empfindet. Ich habe sie aufgegeben. Und zwar lange bevor sie Lilith anheimfiel. Ich dachte nur, sie wäre verloren, nicht mehr zu retten. Niemand konnte zuvor von Liliths Verderbnis geheilt werden. Ich hielt es nicht für möglich. Aber du und Nico habt es möglich gemacht. Es fällt mir nicht leicht, das zu sagen, aber es tut mir leid, dass ich an ihr gezweifelt habe. Nun, Nico ist eine bemerkenswerte Hexe. Nur wegen ihrer Beharrlichkeit und Kreativität gelang ihr, was noch keiner Hexe gelungen war. Sie verdient alle Anerkennung. Ja, das verstehe ich. Ich habe sie unterschätzt. Ein Fehler, den ich nicht nochmal machen werde. Ich muss fragen, wie war es, Wanda von Liliths Verderbnis zu heilen? Habt ihr irgendwelche seltsamen Auswirkungen gespürt, von denen ich wissen müsste? Ich habe etwas erlebt, von dem du wissen solltest. Und das wäre? Ich hatte eine Vision. Ich glaube, es war der Tempel von Cthon. Nein. Das würde bedeuten... Cthon naht immer mehr. Dann gehen wir besser an die Arbeit. Nun, ich habe genug von deiner Zeit in Anspruch genommen. Wir reden später weiter.
Bei all den Artefakten und Ausrüstungsgegenständen, mit denen Hydra geflohen ist, war es unvermeidlich, dass wir sie irgendwo beim Entladen erwischen. Sie haben mich noch immer im Blick. Du musst dich beeilen, wenn wir von ihrer Ausrüstung etwas bergen wollen. Wie du willst. Steckst du in Schwierigkeiten? Ich habe sowas schon mal gesehen. Vor Jahrhunderten. Eine der Kisten hast du gesichert. Jetzt noch die anderen. Sie können deiner Stärke unmöglich das Wasser reichen. Dein Schicksal ist besiegelt. Eine der Kisten scharf gestellt. Sie explodiert, wenn du die Keycard nicht findest. Genau, was ich brauche. Gesicht. Das wird immer einfacher. Thank you.
hoffe, du bist bereit. Zu lieben. Es ist noch eine Kiste scharf und explodiert bald. Schnell zur Keycard. Würde ich einen anderen Beruf in Betracht ziehen. Blade hat mir gesagt, ich solle deine Mutter erwähnen. Scheinbar fährt sie mehrgleisig. Das muss Übung gekostet haben. Ich bin beeindruckt. Mich abgesehen. Riecht mich langsam echt zu Weißblut. Seht die Gabe des Lichts. Es ist schön, Freunde zu haben.
Das ist eine interessante Technik. Lass ein paar für uns übrig. Jemand muss ihnen helfen. Genug Zeit hätte ich das allein geschafft. Das war ja was. Wie lange hast du das? Genug der Anmaßung. Die Stellung. War es ein guter Versuch. Oh, Sie haben es wirklich auf mich abgesehen. Die Skala wird uns nähren. Ich hoffe, du lernst daraus. Aber ich weiß, dass du das nicht wirst. Ich werde nicht noch einmal fallen. Gebraucht. Die scheinen mich echt zu mögen. Wenn's gut werden soll, macht man's selbst. Lass ein paar für uns übrig.
willst du das noch versuchen? Halte einfach durch! Hat bisher nicht geklappt. Wird auch diesmal nicht klappen. Bist du dir da sicher? Das sollte funktionieren. Ausgesucht, Freundchen. Was schon mal gesehen. Vor Jahrhunderten. Plump, aber effektiv. Endlich mal echte Gegner. Das Blut. Ich werde dich nicht enttäuschen. Nach Plan. Heil dich. Schwach, sogar für Hydra. Das wird eine große Hilfe sein. Siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Das hast du verdient. Das lenkt mich nicht ab. Das ist für dich. Keine Gnade für Melissina. Du hast Glück, dass du noch atmest. Wäre ich ganz allein auf mich gestellt. Perfekt.
deine Mama auch irgendwelche Kinder, die überlebt haben? Das sah aus, als hätte es wehgetan. Dein Handeln hat Konsequenzen. Ich bin froh, dass ich Rückendeckung hatte. Das hätte so viel schlimmer sein können. Kommt bei Hydra schon einmal nicht an.